Es könnte sein, dass ich deine Luftmatratze mit 6 Löchern bestückt habe, die jetzt langsam die Luft aus deiner Matratze rausholen. Leute, ich habe eine Mega-Challenge. Wer? Komm mal her. Lea, du kriegst 100 Euro, wenn du das hier aufsetzt und ich dich an irgendeinen Ort dieser Welt setzen darf. Ja, das Geld nehme ich doch gern. Okay, warte. Oh, Lea, du hast alles kaputt gemacht. Oh. Also Lea, du musst mir jetzt komplett vertrauen, okay? Du wirst jetzt blind sein und du wirst sie erst dann wieder abnehmen, wenn ich dich anrufe von deinem Handy, okay? Okay, fangen wir an. Was? Hörst du noch was, Lea? Gott. Hörst du noch was? Okay, gut, sie hört nichts mehr. Ich würde sagen, wir machen mal den ersten kleinen Test. Das weiß sie natürlich jetzt nicht, dass es ein Test ist. Lea, was machst du? Warum setzt du wieder ab? Dann haben wir noch AirPods unter die Ohren gemacht, damit sie auch wirklich gar nichts mehr hört und Musik abgespielt. Und der erste Test konnte beginnen. Okay, Lea, ich bring dich jetzt zu deinem ersten Ort. Ich weiß, du hörst mich nicht, aber... Okay. So. Nur mal als kleiner Test, Leute. So, jetzt rufe ich sie an. Lea, das hat ja schon mal super geklappt. Moment, ich krieg 100 Euro. Ich jetzt das Geld? Ich musste leider sagen, das war nur ein kleiner Test. Es hat nicht sehr gut geklappt. Du kannst natürlich abnehmen, wenn ich dich anrufe. Wenn ich dich anrufe, kannst du abnehmen. Kann ich jetzt abnehmen? Aber kann ich jetzt das Geld haben? Nein. Der richtige Ort kommt jetzt noch, Lea, okay? Oh. Ich wollte nur gucken, ob es klappt. Und es hat nicht gut geklappt. Madame, du schaffst es, okay? Jetzt kommt der wahre Ort. Okay, Lea, ich würde sagen, jetzt gehst du an den richtigen Ort. Und du musst alles mit dir machen lassen. Das gibt 400 Euro nicht. Okay, Mann, nimm du die Füße. Okay, los. Flash! Wir bringen sie in mein Auto. Lea, es wird alles gut. Mom, weißt du überhaupt, wo ich sie hinbringe? Nein. Es wird ein schöner Ort. Ich weiß, dass du deine Schwester lieb hast. Im Friedhof, komm. Schreck mich eigentlich, Moritz, bist du das? Wer weiß. Okay, geht's an den ersten Ort. Okay, meine Freundin Lea ist eingeladen und wie ihr vielleicht merkt, bin ich gerade mitten in einem Wald. Wenn sie wüsste, wo sie gleich rausgelassen wird. Lea, ich werde dich jetzt ins Ungewisse bringen. Huh? What the fuck? Alter! Was machst du hier, Isabel? Ich hab gehört, du hast Lea entführt. Hä, woher weißt du das? Ich hab's einfach mitbekommen. Doch, alles nicht. Wo ist sie denn? Ist sie im Kofferraum oder? Ey, was soll das? Oh nein, der Plan wird zerstört. Isabel, komm her, komm her. Okay, ich geb zu, ich hab sie entführt. 100 Euro, wenn du mitmachst, okay? Okay. Check ein. Okay, Spaß bei euch, Leute. Isabel ist gerade unsere Begleiterin. Meine Mom wollte nicht mitkommen und Lea in den Wald bringen. Wir sind aber noch lange nicht am Ziel angekommen. Aber hol die doch aus dem Kofferraum. Ist doch voll assi. Hol du sie aus dem Kofferraum. Lea, Lea. Guck, ob sie noch da ist. Lea! Aufwachen. Ja, dann helf mir doch. Achso, ja, komm, Lea. Sie weiß nicht, wo sie ist, ne? Sie weiß nicht, wo sie ist. Ich hab geschlafen. So, das ist auch so kein Witz, Lea weiß wirklich nicht, wo wir sind. Aber ich würde sagen, sie darf nicht so sehr riechen, dass wir okay. Gerade im Wald sind. Bring sie jetzt bring sie auf den Beifahrersitz. So. Da, da. Ja, Lea. Das ist so krank. Jetzt aber ab zum Zielort. Weg. Okay, wir sind da. Wo ist der Knopf? Entspann dich. Ja, achte ein bisschen drauf, dass Lea es nicht denkst, weil jetzt darf sie echt nicht wissen, wo sie ist. Leute, das wird so wild. Ich werde Lea an einen sehr kranken Ort bringen. Okay, pass auf, dass sie nicht sieht, okay? Okay. Mach die Bombe an. Wir sind angekommen. Folge uns, okay, Madame? Okay. Los, ich möchte mein Geld. Lea, helf mir mal bitte. Wer war das? Isabella. Nein. Isabella. Nein. Isabella. Nein. Stopp. Lea, du musst das kurz in der Hand halten, okay? Was ist das? Ihr werdet noch herausfinden, was es ist. Isabella? Nach ein paar Fails sind wir dann aber endlich auf dem Weg gewesen zum finalen Ziel. Ich finde das so unfassbar krass, wenn sie das abnimmt und sie merkt, wo sie ist. Ich meine, sie wird schon irgendwie merken, dass sie gerade nicht mehr zu Hause ist, aber wo sie wirklich gleich ist, das wird krank. Hört euch das an, Leute. Leute, dreht euch um, wo wir sind.
Wir sind an dem See und Lea hat keine Ahnung, wo wir sind. Das ist so krank. Leute, andere Leute haben das ja immer so gefaked und haben gesagt, so ja, die schlafen dabei. Wir machen es hier in unserer Variante. Look how funny the eyes look. Okay. Leute, ich werde ihr natürlich noch eine Kamera geben, damit sie auch ihre nice Reaktion richtig aufnimmt. Weil wir werden hier nämlich in die Mitte von diesem See auf dieser Matratze ballern. Ganz in die Mitte. Sie denkt bestimmt, dass sie irgendwie bei Moni sind oder so. Ich bin so schnell gefahren, Leute, damit wir hier schnell hinkommen. Ist das ein Tier? Nein. Ja, das ist eine Bombe. Eine Bombe. Der will mich in die Luft sprengen. So, meine Freunde, die Kamera ist fest. Was ist da? Das in deiner Hand ist eine Kamera, Lea. Die muss immer auf dich zeigen. Also immer deinen Arm so dumm nach vorne machen, okay? Okay, los geht es jetzt. Ich habe mir extra so einen Anzug geholt, weil es ist schweinekalt draußen. Es ist nicht mehr Sommer, Leute. Gut aus, Leute. Ja. Sehr gut. Gemütlich. Gemütlich? Merkt das einfach nicht. Das geht so gar nicht. Ich kann nicht, was geklappt haben. Okay, meine Freunde sind komplett raus jetzt. Jetzt wird die Action losgehen. Denn was Lea nicht weiß, ist, dass wir erstens nicht weiß, dass wir hier sind, aber zweitens habe ich noch eine Nadel mitgenommen. Und sie wird aufwachen und dann wird sie noch wissen, dass sie Luft verliert. Löcher rein gemacht. Oh mein Gott, die Luft geht raus. Die Luft geht raus, ach du Scheiße. Ich mach ganz viele Löcher rein, überall. Okay, die Luft geht, ach du Scheiße, das ist schon richtig schlapp. Okay, ich muss gehen. Das geht doch gar nicht. Und sie geht jetzt gerade unter, ich muss nicht mehr. Als ich gegangen bin, war die Matte schon halb leer. Anruf geht los. Leute, stell dir mal vor, ihr wacht einfach mitten auf einem See auf. Da ist sie. Was denkt sie sich denn gerade? Okay, Leute, der Moment der Realisation. Lea ist da hinten mitten auf dem See. Let's go. Es klingelt, es klingelt. Es klingelt. Es klingelt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Er ruft an. Er ruft an. Ich muss... Ja, endlich, endlich. Scheiße, wie nehme ich ab? Hi. Hallo? Hi! Weißt du schon, wo. Hast du das Geld? Du hast das Geld, ja? Du hast ja immer noch deine Seebrille auf. Setz mal deine Seebrille ab und guck mal, wo du bist. Okay, ich setz sie ab. Okay, warte, ich leg auf, ne? Seebrille. Oh, du hast das Handy mit. Oh, da gibt es noch ein kleines Problem bei der ganzen Sache. Es könnte sein, dass ich deine Luftmatratze mit 6 Löchern bestückt habe, die jetzt langsam die Luft aus deiner Matratze rausholen. Wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Oh. Scheiße, das geht nicht! Das geht nicht! Leute, das kommt jetzt! Nein, das kann nicht sein! Lea, komm schon, dein Handy! Lea, komm! Oh mein Gott! Die ist reingefallen. Ja, wo ist dein Handy? Wo ist das Handy? Hast du in der Tasche? Ja, geh raus, Lea. Wir sind raus. Isabel! Okay. Scheiße. Oh, es geht noch. Du hast 100 Euro gewonnen, Lea. Aber ihr seid gemein. Isabel, du hast da mich gemacht. Ich habe 100 Euro bekommen. Ich auch. Video jeden Tag, eine Mio in einem Jahr. Der kleine Junge hatte ein Ziel. Oh shit, der Grind ist real. 600 Videos. Madame, habe ich dir ein schönes Handtuch gegeben? Wie ein häufiger Elend läuft es jetzt hier weg. Und wie war der Videodreh heute?